Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Frau Urgestein vom TSV Göggingen. Daniel Beck ist jetzt bei mir. Hi, danke schön. Grüß dich, hallo. Daniel, 2-2 beim Kissing, Spitzenspiel um die Tabellenspitze. Zufrieden oder eher nicht? Ja gut, also vorm Spiel waren wir natürlich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man den Spielverlauf sieht, wenn man 2-0 hinten ist und dann auch mit einem Doppelschlag das 2-2 macht, dann können wir zufrieden sein. Ich sage mal, moralische Siege sind wir auf alle Fälle. Und auch großes Kompliment an die Mannschaft. Die hat gekämpft und hat auch nach dem 2-0 nicht aufgesteckt und hat gezeigt, dass sie das Spiel im Endeffekt noch gewinnen will. Wir hatten noch ein paar gute Möglichkeiten, müssen das Tor eigentlich noch machen. Aber im Endeffekt können wir mit dem 2-2 gut leben. Wir haben die Tabellenführung behalten und sehen jetzt positiv in die Zukunft. Vorm Spiel haben wir uns kurz unterhalten. Da war es richtig heiß auf das Spiel heute. Wollte jetzt den Push gleich mal ausschalten. Hat dann aber irgendwie nicht funktioniert, weil ihr seid erst kurz vor der Halbzeit so richtig gefährlich geworden. Ja, das stimmt. Man hat, glaube ich, die erste Halbzeit gesehen, dass beide Mannschaften nervös waren. Man wollte keinen Fehler machen. Aber ich sage mal, der Push aus dem Spiel raus hat er kein Tor gemacht. Das war Standard. Die kann immer mal durchgehen. Und sonst haben wir den Push eigentlich ganz gut in den Griff gehabt. Okay, super. Für die nächsten Wochen ist natürlich jetzt angesagt, weiter die Tabellenspitze zu halten und auch vor anderen Leuten ein bisschen da die auf Abstand zu halten, gell? Ja, das ist klar, wir denken jetzt von Spiel zu Spiel. Wir wollen natürlich, wenn möglich, kein Spiel mehr verlieren. Ich sage mal, das Potenzial ist da in der Mannschaft. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten und dann schauen, was passiert. Also, wenn wir ein Spiel verlieren, muss schon viel zusammenkommen. Ich denke, wir stehen relativ gut hinten drin. Offensiv haben wir noch Potenzial nach vorne, nach oben und ich glaube, wir können positiv in die Zukunft blicken. Viel Erfolg dabei. Ja, Torschütze Christopher Fischer ist jetzt bei mir vom Kissing. SC, hi, grüß dich. Servus, Christi. Zur Halbzeit kommen, das 1-0 durch Push, den Freistoß eingeleitet und selber rausgeholt und dann eine gemacht. Ich glaube, ganz guter Einstand für heute. Für mich persönlich schon, aber mein Gott, wir haben das Spiel leider nicht gewonnen. 2-0 vorn und dann Göggingen noch mal rankommen lassen. Was war los? Ja, wir hatten Göggingen eigentlich im Griff bis das 2-0 und dann haben wir 2 Minuten gehabt, wo wir einfach das Spiel völlig aus der Hand gegeben haben. Wir waren im Mittelfeld nicht mehr nah genug dran. Und dann haben sie zweimal aufs Tor geschossen und zweimal gingen rein. Ich meine, was sollen wir machen? Wir sind riesig enttäuscht. Wir wollten das Spiel gewinnen. Wir haben es im Griff gehabt. Und ja gut, jetzt haben wir unentschieden gespielt und bleiben Zweiter. Die große Chance, die Tabellenspitze natürlich zu übernehmen. Ist es doppelt bitter dann, wenn man weiß, man hat in der ersten Halbzeit den Elfmeter auch noch verhauen und die ein oder andere sehr gute Chance ausgelassen? Ja, natürlich, dann ist es doppelt bitter. Aber wir führen 2-0. Und wenn man 2-0 führt zu Hause und das Spiel im Griff hat, ist es egal, was man vorher verhaut. Wir müssen das Spiel gewinnen. So ist es. Gut, danke schön. So, der Abteilungsleiter von Kissing SC ist auch da, Mario Borelli, hi. 300 Leute heute, Riesenstimmung hier, viel zu tun gehabt und am Ende trotzdem nur ein 2-2 gegen Göggingen im Spitzenspiel. Ja, viel zu tun, aber das ist zweitrangig, sage ich mal. Kulisse hat gepasst, aber ich glaube, die Enttäuschung sieht man mich an. 2-2 nach dem 2-0 darf man nicht mal herschenken, also ich sag, ich bin einfach enttäuscht. Das ist vom Ergebnis, nicht von der Leistung, von der Mannschaft. Die haben ja gespielt, haben Spiel beherrscht. Aber da waren halt einfach wieder nach dem 2-0 durch den Christopher Fischer, gleich danach der Anschlusstreffer, haben sie halt genau das, was der Trainer gesagt hat, nicht beachtet. Kopf weiterspielen, Kopf hoch und weiterspielen. Na, die haben gleich das Gegentor gekriegt nach dem 2-0, wo wir geschossen haben. Und das ist das einzigste Mango, wo ich heute der Mannschaft angreife, dass man einfach nach der Führung das wieder hergibt, das Spiel. Ja. Jetzt geht es natürlich weiter in Leitershofen. Da sollte man schauen, dass man jetzt wieder an normale Leistungen anknüpft, oder? Ja, was heißt an normale Leistungen anknüpft? Wir haben ja normale Leistungen gespielt. Die Fehler dann zu unterbinden, die man heute gemacht hat. Die Fehler zu unterbinden. Die Mannschaft will, das hat man gemerkt. Ich sage, wir haben 80 Minuten Fußball gespielt. Ich glaube, das wäre mal Tabellenführer würdig gewesen. Ja. Göggingen hat man heute dann auch gesehen, die 5 Minuten, wo die vom Spiel gehabt haben, dass sie dann auch zu Recht da oben stehen, weil da waren sie hellwach. Ja. Die haben sie nach dem 2-0 nicht aufgegeben. Und ich sage Leitershofen, wir müssen halt die Leistung abrufen, wo wir können, wo wir wissen, wir wollen oben mitspielen, wir wollen aufsteigen, das sage ich jetzt mal hier offen, wir wollen aufsteigen. Ihr habt es heute gesehen, wenn es bei uns um was geht, dann ist aber Kulisse da, in der Kreisliga 300 Zuschauer, zahlende Zuschauer da zu haben.
dann sage ich, wir können die Bezirksliga. Und darum, die Mannschaft ist dieser gefordert, da gibt es kein Alibi. Ja, wir wollen jedes Spiel zu Spiel denken und wir wollen oben mitspielen. Gut, jetzt kommt darauf an, wie die anderen Ergebnisse ausgefallen sind. Mit Leidershofen, Stadtwerke, habe ich gesehen, haben verloren 2-1 in Inningen. Aber jetzt müssen wir halt mal schauen. Ja, es geht weiter. Wunderbar, klare Worte. Dankeschön.